Ihr lieben Steinböcke hier in meinem Kollektiv, wir schauen auf die Energien für den Juni. Was sich zeigen wird, das wird sich zeigen. Und ich schaue hier auf alle die, die im Sternzeichen Steinbock sind oder das aber als Aszendent Mond- oder Venuszeichen haben. Schau, ob du hier ein paar interessante Impulse für dich finden kannst. Und ich möchte jetzt gerade erstmal vier Überschriften haben, die diesen Juni für die Steinböcke grundlegend beschreiben. Und an der Stelle bedanke ich mich für all die netten Zuwendungen, die mich erreichen. Bedanke mich auch für jedes Like, jedes Kommentar, jedes kostenlose Abo hier auf diesem Kanal. Oh, die Steinböcke starten hier in diese Legung ein bisschen desillusioniert. Die wahre Liebesbeziehung ist immer die, die du gerade hast und nicht die, zu der du dich hinträumst. Ja, lieber Steinbock, könnte sein, du hast da jemanden im Kopf, den du unbedingt in dein Feld ziehen möchtest, aber dieser jemand sagt, ich will aber nicht, ich will aber nicht. Und das sorgt bei dir vielleicht hier oder da ja, dazu, dass du so eine innere Traurigkeit empfindest, dass dein Antrieb vielleicht weniger ist, als du das von dir kennst und du dich der Situation zwar irgendwo hingibst, aber eigentlich würdest du auch gerne aussteigen, aber dazu fehlt dir vielleicht zumindest am Anfang dieses Monats noch die Kraft. Ich habe aber den Eindruck, dass der Juni schon ordentlich Schub zur Verfügung stellt. Aber wir fangen ja auch erstmal an mit der Legung. Also das sind eher so traurige Energien, so sowas von hat ja alles keinen Sinn. Ja, lass den Kopf nicht hängen. Da kommen auch wieder bessere Zeiten. Ja, siehst du, wie ich sagte, es ist so, dass du das Empfinden hast, alles steht still. Es ist eine Zeit, wo gar nichts passiert, wo du dich vielleicht auch so ein bisschen vereinsamt fühlst, nicht die Kraft hast, irgendetwas zu initiieren. Vielleicht war es bisher auch so. Neuner Legung wird zeigen, wohin es geht. Wenn du dich körperlich nicht fit fühlst, dann ist das die Aufforderung, wirklich diese Pause auch mal wahrzunehmen, um dich zu sammeln. Ja, weil wenn der Körper dir zeigt, ich bin erschöpft, dann ist das wichtig, diesem Körper auch den Raum zu geben, sich wieder zu erholen, auch wenn es langweilig ist, wenn keine Action ist. Ja, es werden auf jeden Fall auch wieder andere Zeiten kommen. Das sind ja auch erstmal nur die Überschriften. Und es kann auch sein, dass das schon hinter dir liegt. Ja, das ist so, wenn der Körper transformiert, wenn die ganze Seele, ne, das ganze System transformiert, da fühlt man sich, ja, weiß ich auch nicht. Ich hatte letzte Woche das Gefühl, ich bin gleich tot. Aber ich konnte noch alles. Also ich konnte noch alles, nur körperlich war es so ein Gefühl, wie ich existiere eigentlich gar nicht mehr. Und das sind dann immer Hinweise, dass man dann wirklich sich mal auf sich selber besinnt, vielleicht auch gar nicht so viel im Außen nach Informationen grabbelt. Nimm es an, wie es ist, ruh dich aus und warte. Warte, was dann auf dich zukommen wird. Natürlich nicht so, sondern nach aller Möglichkeit in der Gelassenheit. Tu nur Dinge, die dir gut tun. Und wir sehen hier, dass diese Transformation dich dahin führen wird, dass du die Chance hast, dich neu zu kreieren. Selbst wenn du das Empfinden hast, du hast eine große Liebe verloren, dann wirst du da wieder auferstehen. Es wird Heilung stattfinden und dadurch auch ein Stück weit mehr Erlösung. Auch wenn es jetzt trist ist oder wirkt. Jeder Mensch, der dir ins Feld gesandt wird, hat irgendeine Aufgabe.
und lehrt dich irgendetwas. Und auch wenn es manchmal schmerzhaft ist, man durch diesen Schmerz hindurch ist, dann kommen eben auch wieder bessere Zeiten. Okay, für dich nehme ich, glaube ich, die Kipperkarten, um mal zu erforschen, um was es denn hier geht im Juni. Für manche ist ja ein Vater, warte, jetzt muss ich mal eben hier quer rüber, weil da hinten was hingeflogen ist. Ein Vater-Thema nochmal angebohrt worden von irgendjemandem aus dem Außen. Und dieses Vaterthema könnte schmerzhaft sein. Vielleicht fühlst du, welchen Schmerz er durchlitten hat. Auch wenn er dir vielleicht nicht immer gut getan hat. Vielleicht bekommst du auch Botschaften aus der geistigen Welt von deinem Vater, die ein ganz anderes Licht auf ihn werfen. Er könnte der Auslöser dafür sein, dass ja, so eine ganze alte Trauer nochmal an die Oberfläche kommt. Das ist wichtig, weil das führt dann in die Herzheilung. Es kann aber auch sein, dass ein anderer Mann in deinem Feld immer wieder dafür gesorgt hat, dass du beballert worden bist mit Schwere und das nach einem ziemlich langen Weg, von dem du dachtest, er ist lichtvoll. Wenn dich jemand immer wieder runterzieht, dann ist die Frage, ob dieser Mensch die Berechtigung hat, in deinem Feld zu bleiben. Du hast den Wunsch, umworben zu werden, hast aber für dich selber das Empfinden, du rennst da irgendeiner falschen Person hinterher, die dich grundsätzlich fast noch eher ins Gefängnis setzt, als ja, dir Licht ins Leben bringt. Und ja, das darfst du im Juni für dich entscheiden, ob du dich da zurückziehen lässt und immer wieder zurückziehen lässt oder ob diese falsche Person in deinem Feld, von der du dachtest, es ist die richtige, noch weiter die Erlaubnis hat, an deinem Energieband zu zubbeln. Was zeigt sich? Dass du nicht alleine bist, dass du Menschen in deinem Rücken hast, die deine Verzweiflung erspüren. Und auch hier wieder die Reise. Es ist fast in jeder Legung zeigt sich die Reise. Das kann jetzt eine Reise im Geiste sein. Das kann aber auch sein, dass es dir gut tun würde, wenn du dich jetzt einfach mal woanders hin bewegst, dich auf die Reise machst zu dem Menschen, der es dir wirklich angetan hat, der dein wirkliches Gegenüber ist. Kann sein, du hast dich in der letzten Zeit irgendwo auf einen Weg begeben, der notwendig war, um zu erkennen, wer wirklich wichtig für dich ist. Und das ist ein Mensch, mit dem du hier ein enges Band hast und den du so ein bisschen hast hinten runterkippen lassen. Hier möchte Gerechtigkeit stattfinden und du stehst zu dir selbst. Sehr unabhängig, ne, von den Geschlechtern. Ich sage immer, also normalerweise ist die Frau halt eben die Fragestellerin und der Mann in den Karten die andere Seite. Die Entscheidung, ob das dein Reading ist, die triffst du selber. Es ist und bleibt kein privates Reading. Und nimm bitte nur das für dich mit, was sich für dich schlüssig anfühlt. Und für jede Handlung bist du auch selber verantwortlich, weil ich rede hier mit Erwachsenen. Was möchte das Universum dir als Tipp mit an die Hand geben? Danke sehr. Öffne dein Kronenchakra. Deine Krone meldet sich. Vielleicht sind die Verbindungen zur Spiritualität, zu deiner geistigen Welt und dein Vertrauen nicht mit dir im Einklang. Sende violettes Licht in dein Kronenchakra und nimm dir vor allen Dingen die Zeit und die Ruhe, mal herauszufinden, was ist denn dein Weg, in welche Richtung möchtest du denn? Und wenn du einfach feststellst, dass dein Akku leer ist, dann guck mal ganz genau, welche Energiefresserchen in deinem Feld noch sein könnten. Das können manchmal herzlich liebe Menschen sein und trotz alledem sorgen die nicht für den gerechten Ausgleich, für das, was du ins Feld sendest.
Ja, und dementsprechend ist es wichtig, dass du dir dessen bewusst wirst. Muss man noch was mitnehmen? Ja. Ein, zwei Impulse noch. Einer will nur mit und soll das reichen. Oh, hier liegt die Hochzeit auf dem Tisch. Siehst du, nach all der Schwere kommt das Licht dann doch wieder zurück. Eine Hochzeit ist die Verbindung zweier Seelen, die sich in Liebe, gegenseitigen Respekt und Hingabe, Moment, die sich in Liebe, gegenseitigem Respekt und Hingabe vereinen. Sie zeigt den Wunsch an, im Laufe der Zeit die Liebe zu vertiefen. Ja, und das ist in unserer Welt eher andersrum. Je besser man oder je mehr man miteinander zu tun hat, desto schneller rennt man wieder voreinander weg, weil ja nun mal jeder seine Macken und Kanten hat. Aber diese Hochzeit ist ja hier auf den Tisch gefallen, weil wieder eine hohe Zeit kommen soll. Im besten Fall mit jemandem, mit dem du schon über mehrere Inkarnationen verbunden bist. Dein Hochzeitstag ist ein Zeugnis für deinen wohlbegründeten Glauben an die Macht der Liebe. Achte darauf, diesen Glauben und die Liebe allzeit lebendig zu halten, geliebtes Wesen. Ja, nicht so einfach. Aber wenn du nicht deinen Verstand, sondern dein Herz regieren lässt in der Liebe, dann ist ziemlich vieles möglich. Ich lasse es so stehen, bedanke mich an der Stelle für deine Zeit, für deine Wertschätzung, für den Rückfluss der Energien, auf welche Art und Weise auch immer. Und lass es dir gut gehen und gerne bis zum nächsten Mal.